Ein Formel-1-Wochenende ist bei uns hier nicht komplett ohne die Datenanalyse auf Basis unseres Technologiepartners Pacetech. Deren Daten nutzen wir und Kevin Herrmann, das ist unser Datenexperte und der bringt uns das nochmal so ein bisschen näher, was am Wochenende so passiert ist. Und in Ungarn, ja, da war Lewis Hamilton ja sensationell auf der Pole und wir dachten uns, boah, gibt's da eine Sensation? Könnte es tatsächlich sein, dass Max Verstappen gestürzt wird durch seinen alten Rivalen Lewis Hamilton? Ja. Das war aber nicht so. Toto Wolff sagte, sie waren das zweitschnellste Auto, aber hadern damit, dass sie kein Podium geholt haben. Kevin, stimmt das? Waren sie das zweitschnellste Auto? Das kann man tatsächlich so bestätigen, wenn wir uns die Daten des Rennens uns anschauen. Und zwar können wir ja die Rennpace der verschiedenen Teams sehen. Da sehen wir klar, Red Bull war das schnellste Auto. Und dahinter kommt dann Mercedes mit Lewis Hamilton, 0,51 Sekunden Rückstand. Schon ziemlich heftig, muss man ganz ehrlich sagen, der Rückstand auf Verstappen. Aber damit war man 200stel pro Runde schneller als der McLaren. Aber strategisch und, oder sage ich jetzt mal, renntechnisch gesehen, hat man es bei Mercedes wahrscheinlich nicht richtig gemacht. Das ist nämlich auch eine Frage, die mehrfach kam. Warum hat Lewis Hamilton beim ersten Stopp so viel Zeit verloren, beziehungsweise danach ja auch? Ja, das habe ich mir mal genau in den Daten angeschaut und mir auch dann nochmal den Teamfunk angehört und die Runden mir bei F1 TV angeschaut von Lewis Hamilton. Und ich würde sagen, wir gehen da mal rein in das One-Timing von Pacetech, um die Runden zu vergleichen. Und zwar können wir da sehen, dass da Lewis Hamilton den Undercut versucht hat gegen die McLaren, er hat ja den Start verloren. Wir sehen das hier, Hamilton in Runde 16 drin zum Boxenstopp. Und dann sehr auffällig, wir sehen das hier, 25,7, 25,5, sehr, sehr langsam, wenn wir das mal vergleichen mit den Outlaps der McLarens. Norris 23,5, 23,9, das heißt fast 2 Sekunden pro Runde schneller. Und wie gesagt, ich habe mir den Funk auch angehört bei Lewis Hamilton, er sollte sehr viel Lift and Coast machen, das hat Zeit gekostet und mir ist auch aufgefallen, er hat extrem die Reifen geschont, er hat wirklich gar nicht gepusht in den Kurven. Und dann gab es dann die Frage von Lewis Hamilton am Funk an den Renningenieur Peter Bonington, wo kommen denn jetzt auf einmal die 9 Sekunden Rückstand her nach dem Boxenstopp? Und da hat Peter Bonington einfach gesagt, ja, wir sind das wahrscheinlich einfach nur zu easy angegangen. Das heißt, man hat zu Beginn des Stints zu wenig gepusht und das ist dann auch der Grund, warum man dann hinten raus immer besser wurde. Das heißt, man hat am Anfang den Reifen sehr, sehr geschont, während die McLaren schon Vollgas gegeben haben. Und dann, dadurch konnte man hinten raus natürlich wieder Zeit gut machen. Das hat auch Toto Wolff in seiner Medienrunde so erklärt, dass man das da wahrscheinlich ein bisschen zu konservativ angegangen ist am Anfang des Stints. Dafür am Ende des Stints sehr konkurrenzfähig war, aber das trotzdem wahrscheinlich nicht die beste Rennpace war, die man da gesehen hat. Im Community-Tab hier auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de haben wir euch ja gebeten, Fragen zu stellen. Und es sind viele Fragen gekommen. Eine zu Mercedes kam von Scuferia7373. Er will wissen, oder er schreibt, der Mercedes mit Hamilton sah mit vollen Tanks im ersten Stint nicht gerade mega aus. Zum Ende des zweiten Stint auf den harten Reifen und am Schluss auf Medium ist Hamilton aber geflogen. Bei Russell sah das ähnlich aus vom Ablauf. Bestätigen die Daten das im Vergleich zu McLaren und Ferrari zum Beispiel? Würde ich die Daten nochmal aufmachen und das so ein bisschen aufgreifen, was ich gerade schon gesagt habe. Wenn wir uns da zum Beispiel mal diesen zweiten Stint anschauen von Lewis Hamilton, der wirklich sehr lang war mit den harten Reifen, wie gesagt, 25,7 ging es los. Am Ende des Stints dann 24,4, das heißt am Ende war er besser als am Anfang. Bei den McLaren ist das tatsächlich genau umgedreht. 23,5 geht es da los für Norris, am Ende 24,4. Ähnliches Bild bei Piastri, fängt er mit 24,4 an, am Ende 25,1. Das heißt, das war einfach dieses Thema, wie man an die Reifen herangegangen ist. McLaren hat da am Anfang sehr gepusht, während Lewis Hamilton da sehr konservativ gefahren ist. Wir können das auch in der Simulation nochmal uns anschauen. Gerade hier sehen wir, dass da Lewis Hamilton in dieser Phase zwischen Runde 16 und 20 wirklich sehr, sehr viel Zeit auf die McLaren verliert. Und dann hier kann man aber an der Piastri-Linie schön sehen, im Vergleich zu der von Hamilton, wie da Hamilton mit Zunahme des zweiten Stints immer, immer näher rankommt. Piastris Reifen dann hier so ein bisschen einknicken, weil er die am Anfang ein bisschen zu sehr rangenommen hat und so konnte Hamilton dann gegen den Ende der Stints wieder rankommen. Gleiches Bild auch hier im dritten Stint bei Lewis Hamilton, wo er dann fast nochmal Sergio Perez bekommen hätte. Deswegen vielleicht nicht ganz optimal gelöst von Mercedes, da wäre vielleicht das Podium drin gewesen. Wir müssen noch ein kleines Hühnchen rupfen, Kevin. Ja, in deiner Vorberichterstattung am Sonntagmorgen hier auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de könnt ihr euch natürlich auch nochmal anschauen. Hast du die Strategie ja eigentlich bei einer 3-Stop-Strategie gesehen? Und wir haben ja immer über dieses Thema Reifenverschleiß gesprochen. Der ungarische Asphalt, der mag Reifen eigentlich ganz gerne. George Russell sagt, der Verschleiß war weniger als erwartet. Wie hoch war er denn genau? Weil es waren ja dann doch keine 3 Stops.
Genau, es waren alle Fahrer auf einer Zwei-Stopp-Strategie unterwegs und teilweise auch mit richtig langen Stints. Daniel Ricciardo hat 40 Runden auf dem Medium-Reifen geschafft. Das zeigt, dass der Reifenverschleiß nicht so hoch wie erwartet war. Wir können uns das mal anschauen. Beim Grand Prix von Ungarn war es tatsächlich nur 0,073 Sekunden pro Runde der Reifenverschleiß, damit knapp geringer als beim Rennen in Spanien. Wer sich an die Long-Run-Analyse am Freitag erinnert, da war das hier bei 0,135 Sekunden. Das heißt, wesentlich geringer der Reifenverschleiß im Rennen, was ja eigentlich so ein bisschen untypisch ist, weil am Sonntag waren die Bedingungen ja schon viel heißer als in den Longruns am Freitag. Ich habe mich dann tatsächlich nach dem Rennen relativ lange mit Pirelli-Sportchef Mario Isola unterhalten im Paddock und so ein bisschen gefragt, wie kann denn das sein, dass da die Zwei-Stopp gefahren wurde, dass der Reifenverschleiß so viel geringer war als in den Longruns. Und er hat dann einfach erklärt, die Teams in den Longruns geben immer wirklich Vollgas und wollen den maximal möglichen Reifenverschleiß sehen und richtig hart pushen, während hingegen im Rennen sehr das Pace-Management im Vordergrund steht. Das heißt, dort nimmt man die Reifen nicht so ran. Und das können wir auch ein bisschen sehen an Max Verstappen, wenn wir uns das mal anschauen in der Rundenanalyse. Der hat nämlich in seinem dritten Stint die schnellste Rennrunde gefahren und zwar mit einem haushohen Vorsprung. Wir sehen das hier, Max Verstappen Runde 53 fährt 1,205 und in der Runde später dann schon wieder bei 23,9 und dann 22,8. Das heißt, das zeigt, wie sehr die Pace da vorne auch gemanagt wurde bei Max Verstappen, wie viel da eigentlich drin gewesen wäre noch, wenn man wirklich richtig hart gepusht hätte. Und das ist dann einfach der Grund, warum der Reifenverschleiß da nicht so groß war, weil die Teams einfach sehr gemanagt haben. Und dann kommen wir vielleicht auch noch, weil die Frage gestellt wurde, was war die schnellste Strategie im Rennen, habe ich mit Mario Isola auch besprochen. Zweimal Medium, einmal hart. Pirelli hätte eher gedacht, zweimal hart, einmal Medium vor dem Rennen. Die waren auch überrascht, dass der Reifenverschleiß dann das Ticken geringer war. Und sie erklären das vor allem damit, dass die Support-Rennen sehr viel Grip auf die Strecke gelegt haben und dass deswegen der Reifenverschleiß so gering war. Dann kommen wir zur Pace. Es gab ja einen riesigen Unterschied, muss man tatsächlich sagen, zwischen Qualifikation und Rennen. Wie kann das sein? Was waren da so die maßgeblichen Faktoren dafür? Also da spielen zwei Faktoren eine Rolle. Einerseits, dass Red Bull immer im Rennen stärker ist als im Qualifying. Das haben wir über die komplette Saison gesehen. Gibt es dann auch gleich eine Grafik zu. Und zweitens, Max Verstappen hat einfach seine beste Runde im Q3 nicht zusammenbekommen. Und deswegen sah es dann im Qualifying recht eng aus, obwohl es vielleicht gar nicht eng gewesen wäre. Wir können das hier sehen. Das ist das Q3. Hier sehen wir ganz rechts die theoretisch beste Rundenzeit der jeweiligen Fahrer. Und hätten alle Fahrer ihre besten Sektoren zusammenbekommen, wäre Max Verstappen mit 2 Zehnteln Vorsprung auf der Pole gewesen vor Lewis Hamilton. Dann die beiden McLaren, und wir sehen das schon, auf McLaren sind es dann schon 3, 4 Zehntel im Rennen. Wir hatten das bei der Rennpace gesehen, kann ich auch nochmal aufmachen, waren es ja dann 5 Zehntel, die McLaren dahinter lag. Das heißt, gar nicht mal so unterschiedlich, wenn man nur die theoretischen Runden betrachtet. Das heißt, das spielt auf jeden Fall eine Rolle mit. Und wir können auch mal die Grafik aufmachen, Qualifying zu Rennpace in Ungarn. Das heißt, hier dient Red Bull als Messlatte und wird genullt. Das heißt, Alpha Tauri sehen wir hier bei 0,22. Das bedeutet, die waren im Rennen noch einmal 2 Zehntel weiter von Red Bull weg als einen Tag zuvor in der Qualifikation. Alpha Tauri und Williams da ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil die beiden Teams nicht ins Q3 gekommen sind. Alle anderen Teams waren ja mit mindestens einem Auto in Q3 gewesen. Im Q1 war ja nur der harte Reifen, deswegen ist hier Williams auch ganz links bei minus 0,7. Das ist nicht repräsentativ. Aber da können wir sehen, dass eigentlich alle Teams noch mehr Zeit auf Red Bull verloren haben im Rennen. Wir sehen das hier McLaren da fast noch mit am besten. Die waren da 4,5 Zehntel im Rennen weiter weg als im Qualifying auf Red Bull. Und wir sehen da auch gerade Alfa Romeo und Haas, die hatten wirklich eine sehr starke Qualifikation und konnten bei der Rennpace das auch gar nicht mehr umsetzen. Müssen wir jetzt hier eigentlich auch unsere beliebte Rubrik Eieiei Ferrari auspacken? Oder war Ferrari im Rennen besser als erwartet? Ich war schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass Ferrari so gut dabei war von den Plätzen her, weil ich persönlich hätte schon vor dem Rennen fast schon befürchtet, dass man gar keine Punkte holt. So in Silverstone wurde man ja auch ganz schön durchgereicht. Gut, lag auch mit am Safety Car und an der Strategie. Ich glaube jetzt aber nicht tatsächlich, dass es daran lag, dass Ferrari so besonders gut performt hat, sondern dass einfach die anderen so schwach waren im Vergleich zu den Long Runs. Wir können das hier sehen. Der Rückstand von Ferrari im Rennen war 9 Zehntel pro Runde, das heißt richtig heftig. Es gab ja diesen Long Run im dritten Training gegen Max Verstappen und Sergio Perez, da war Ferrari auch schon 8 Zehntel pro Runde schlechter, das heißt relativ ähnlich mit dem, was wir dann im Rennen gesehen haben. Aber einfach so Teams wie Aston Martin, Alfa Romeo haben im Rennen ganz schön abgebaut, wenn man das mit den Long Runs vergleicht am Freitag. Deswegen glaube ich nicht, dass Ferrari so besonders gut war, sondern einfach ein paar der anderen Teams im Rennen nicht das abliefern konnten, was sie über das Wochenende gezeigt haben.
Ja, Alfa Romeo fällt da ja natürlich komplett ins Auge, ne? Mal abgesehen vom Fehler von Guan Yu Zhou oder was auch immer da beim Start passiert ist, dass er nicht vom Fleck kam. Man hatte das Gefühl, dass Alfa Romeo im Rennen generell dann nicht mehr wirklich vom Fleck kam. Ja, mit dem Start war es eigentlich schon gelaufen, muss man sagen. Da hat man so viele Positionen verloren. Valtteri Bottas war dann auch hinter Lance Stroll eine ganze Zeit, kam da nicht vorbei. Alfa Romeo, die hatten dann tatsächlich einen sehr frühen Boxenstopp mit beiden Fahrern. Da waren sie tatsächlich auch kürzlich oder für eine kurze Zeit die schnellsten Piloten auf der Strecke. Aber der Reifenverschleiß war wieder ein Thema bei Alfa Romeo, wie bereits im Long Run. Und das mache ich auch hier nochmal auf. Den Reifenverschleiß haben wir natürlich auch ausgerechnet. Da sehen wir Haas da am Ende mit 0,094 Sekunden pro Runde, die man da verloren hat. Aber auch Alfa Romeo, Ferrari, Alfa Tauri, das waren so Teams, die hatten damit zu kämpfen. Man hat es auch schon gesehen bei Alfa Romeo, die Pace aus dem Long Run war einfach nicht mehr da. Dazu noch dieser hohe Reifenverschleiß. Deswegen lief es da im Rennen einfach nicht mehr so beim Schweizer Team. Wir haben natürlich alle mit Spannung auf Daniel Ricciardo auch geguckt, wie wird sein Formel-1-Comeback laufen, auch im Vergleich zu seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda. Und Philipp Degen 93 möchte gerne wissen, wie waren die Zeiten zwischen Ricciardo und Tsunoda? Hätte Ricciardo ohne den Vorfall vom Anfang des Starts in die Punkte fahren können oder wären die anderen Teams trotzdem vor ihm gewesen? Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Rennpace der Fahrer an. Dort können wir tatsächlich sehen, dass Daniel Ricciardo 2 Zehntel pro Runde schneller war als sein Teamkollege Yuki Tsunoda. Allerdings ist schon ein bisschen schwierig, weil Yuki Tsunoda war zu Beginn des Rennens vor Daniel Ricciardo. Das können wir auch nochmal uns in der Simulation aufmachen. Da sehen wir hier, dass Daniel Ricciardo, nachdem er diesen Startcrash hatte, war ja eigentlich der letzte Pilot auf der Strecke, während sein Teamkollege Yuki Tsunoda da hier vorne im Feld mitschwimmt. Und eigentlich die entscheidende Situation war dann hier so Runde 30, als Daniel Ricciardo aussichtslos auf dem letzten Platz eigentlich lag. Er hat dann hier den Undercut versucht gegen Logan Sargeant und Kevin Magnussen, ist auf den Medium-Reifen gewechselt und es hat einfach keiner drauf reagiert. Man hat Daniel Ricciardo dann einfach fröhlich undercutten lassen und wir sehen das hier, die anderen kommen dann alle nach ihrem Boxenstopp hinter Daniel Ricciardo raus. Und was er einfach brutal stark gemacht hat, Daniel Ricciardo, ist das Reifenmanagement, weil ich glaube nicht, dass die anderen Teams gedacht hätten, dass er mit diesen Medium-Reifen diese 40 Runden durchfährt. Deswegen hat keiner diesen Undercut abgewehrt. Wir können das hier zum Beispiel sehen, hier haben wir die Tsunoda-Linie. Der war eigentlich vor Daniel Ricciardo, ist auf einer normaleren Strategie unterwegs gewesen, aber wir sehen das hier im letzten Stint Yuki Tsunoda. Normalerweise, er hatte hier einen Reifen, der war 15 Runden frischer als der von Daniel Ricciardo und dafür war die Pace von Tsunoda hinten raus einfach zu schwach. Wir sehen das hier, er hatte auch ein bisschen Verkehr noch gehabt mit Logan Sargeant und Nico Hülkenberg und hier diese Stufen, die wir sehen, das sind Überrundungen, wo die Fahrer einfach an Pace verlieren. Aber was Daniel Ricciardo wirklich richtig stark gemacht hat, war der Reifenverschleiß. Das können wir hier nochmal sehen. Hier haben wir die Fahrer aufgelistet, was den Reifenverschleiß angeht. Und da war Daniel Ricciardo, wir sehen das hier, relativ im vorderen Mittelfeld dabei, 0,069 Sekunden. Yuki Tsunoda dafür relativ weit am Ende bei 0,1 Sekunden pro Runde. Da war nur Kevin Magnussen schlechter. Das heißt, dort hat Yuki Tsunoda eigentlich das Rennen gegen Daniel Ricciardo so ein bisschen verloren. Klar, Ricciardo auch ein bisschen Glück gehabt mit der Strategie, dass das so aufgegangen ist. Hätte Ricciardo in die Punkte fahren können, finde ich ganz schwer zu sagen. Da hätte er Lance Stroll im Aston Martin schlagen müssen. Ich glaube, das wäre nicht ganz unrealistisch gewesen. Aber es ist wirklich schwer, das vorherzusagen, weil ich glaube, auch Lance Stroll am Ende dann auch nicht mehr alles gezeigt hat, weil dann die Plätze auch belegt waren. Ja, bevor wir zur Vorschau auf Spa kommen, weil das so oft gefragt wurde, auch im Sonntags-Livestream mit Christian Nimmervoll und mir. Aston Martin, wo sind die aktuell? Also, man versteht es ja nicht so wirklich. Zu Beginn der Saison waren die richtig gut und jetzt hängen die da so ein bisschen im Niemandsland rum. Ja, Fernando Alonso hat ja so ein bisschen die Theorie, seitdem diese neue Pirelli-Konstruktion in Silverstone kam, geht es für das Team nicht mehr vorwärts. Auch darüber habe ich mit Mario Isola gesprochen. Er hat gesagt, das ist kompletter Blödsinn, die Reifen sind für alle gleich und das ist eine Konstruktion, die wurde in Barcelona getestet, haben alle Teams gesagt, ist okay, können wir so machen. Dann kam es in Silverstone, da hat sich noch keiner beschwert und dann jetzt die Aussage von Fernando Alonso. Die einzige Korrelation, die man tatsächlich sehen kann, ist wirklich, auf klassischen Rennstrecken geht der Aston Martin einfach nicht. So ein bisschen der Ausreißer da vielleicht noch der Saisonauftakt in Bahrain, wo Alonso Dritter wurde. Aber ansonsten, wir haben gesehen, in Spanien war Aston Martin sehr schwach unterwegs, in Österreich Silverstone, jetzt auch auf dem Hungaroring. Und dort hat man sich ja wirklich sehr gute Chancen eigentlich ausgerechnet vor dem Wochenende. Hat da vielleicht so ein bisschen spekuliert, dass man da wieder die zweite Kraft sein kann oder vielleicht sogar Red Bull schlagen kann. Wir haben das vorne in der Rennpace gesehen, da hat eine Sekunde pro Runde gefehlt. Das heißt, da muss man jetzt wirklich schauen, woran es da liegt, dass man komplett den Faden verloren hat. Glaubst du, Alonso hat ein bisschen mehr aus dem Auto rausgeholt, als drin ist?
Ist schwer zu sagen. Die Korrelation ist einfach so auf den Stadtkursen mit dem glatten Asphalt. Da ging der Aston Martin wie Sau, muss man wirklich sagen. Was eigentlich ein bisschen komisch ist, weil der Aston Martin ein sehr gutes Reifenmanagement hatte. Es ist jetzt also nicht so, dass auf den Stadtkursen man da so gut war, weil man die Reifen sehr gut ins Fenster bekommen hat, sehr schnell die Temperatur reinbekommen hat, sondern man hat sie ja eigentlich auch geschont. Deswegen ist das auch für mich so ein bisschen ein Rätsel, die Aston Martin Pace. In Spa, da können wir ja vielleicht schon so ein bisschen zur Vorschau rüber schwenken. Gerne. Da sehe ich Aston Martin jetzt ehrlich gesagt auch nicht als den heißesten Verfolger, weil die Geraden sind da schon relativ lang und der Topspeed natürlich auch immer ein großes Problem gewesen beim Aston Martin. Ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen aufs Spa vorausschauen. Es ist ein Sprintwochenende, also besonderes Wochenende auf der Ardennen-Achterbahn. Das Wetter, da wissen wir noch nicht ganz genau, wie viel Regen es wird, aber es wird wohl Regen kommen. Scuderia hat eine Bold Prediction abgegeben. Albon im Williams ein Top-3 bis 5-Kandidat für Quali, Sprint oder Rennen. Das Auto ist ein Effizienz- und Topspeed-Wunder. Silverstone hat das schon angedeutet. Monza und Spa sollten die besten Strecken für das Auto, für den Williams sein. Realistisch oder Träumerei? Und dann im Anschluss natürlich dein Tipp für die Favoritenrolle und wer vielleicht dazwischen schlagen kann. Also ich würde der Scuderia absolut zustimmen. Williams letztes Jahr schon in Spa Punkte geholt, in Monza dann sowieso, da ist ja Nyck de Vries eingesprungen. Letztes Jahr sofort Punkte geholt im ersten Rennen. Da muss man ja jetzt eigentlich mit den Daten, die wir über Nyck de Vries jetzt in diesem Jahr haben, sich schon fragen, was hätte da Alexander Albon im vergangenen Jahr in Monza geschafft. Deswegen könnten zwei sehr, sehr gute Strecken werden für Williams. Ist ein bisschen komisch. Spa war sonst immer das erste Rennen nach der Sommerpause, jetzt ist es das letzte Rennen vor der Sommerpause. Deswegen, irgendwie, Spa-Monza war ja immer so zusammen, dieses Mal eben nicht. Williams auf jeden Fall ein heißer Kandidat, würde ich zustimmen. Für mich der absolute Top-Favorit, Max Verstappen im Red Bull. Wir haben das im letzten Jahr gesehen, von Platz 14 ist er da gestartet und war nach Runde 11 oder so schon in Führung liegend. Das heißt, ich glaube, der könnte das Rennen in Spa von jeder Position gewinnen, wenn ich ehrlich bin. Weil Spa ist wieder so eine absolute Effizienzstrecke, wo du den Topspeed brauchst, aber gleichzeitig auch den Grip im zweiten Sektor und den schnellen Kurven. Und da ist der Red Bull wirklich richtig gut. Was das Verfolgerfeld angeht, da tue ich mich wirklich schwer mit einer Prognose, weil das ist aktuell alles ein bisschen sehr eng beieinander zwischen den Teams. McLaren muss man sagen, die mögen ja die schnellen Kurven. Allerdings, der Teamchef Andrea Stella hat auch gesagt, in Spa gibt es auch ein paar langsame Ecken, gerade Lasseurs, Kurve 1, dann hinten die Bus-Stop-Schikane und auch die LeCompte nach der Camel Straight. Das heißt, da erwartet man schon ein paar Probleme, zudem relativ lange Geraden. Dort hat ja der McLaren auch nicht gerade geglänzt. Aston Martin, wie gesagt, die absolute Wundertüte. Dort geht auf den klassischen Rennstrecken ja jetzt meistens nichts mehr. Ferrari, muss man sagen, hatte immer einen super Topspeed jetzt in letzter Zeit, aber da immer Riesenthema Reifenmanagement und allgemein die Balance des Autos, das in das richtige Fenster zu bekommen. Und Mercedes, muss man sagen, da fehlt auch immer so ein bisschen der Topspeed im Vergleich auch zu Ferrari. Deswegen könnte es da im Verfolgerfeld schon relativ eng werden, aber ich rechne schon mit einem sehr großen Vorsprung für Red Bull. Und vielleicht dann Williams auf dem Podium. Und wenn ihr den ehemaligen Teamchef von Williams, Jost Capito, persönlich sprechen möchtet, dann kommt am Mittwoch um 19 Uhr in den Kanalmitgliederstammtisch. Dann wird er zu Gast sein, eure Fragen beantworten über einen Zoom-Call oder über den Live-Chat. Also Kanalmitglied werden oder als Kanalmitglied definitiv einschalten und direkt mal den Stream vormerken. Bis Mittwoch.